Hallo, hallo. Mein Name ist Jael. Herzlich willkommen an meinem Lady Sanctuary. Ja, wir fahren heute mal wieder zu Dena. Ihr wisst ja, für mich ist einmal im Monat Dena angesagt. Außerdem schickt ihr mir regelmäßig so viele Nachrichten, was es gerade alles Neues gibt. Und das ist richtig gemein, weil da muss ich immer direkt hinfahren. Aber I love it, also keep it coming. Und ich will heute auf jeden Fall mal gucken, ob sie jetzt wirklich immer die Mummies da haben. Vielleicht erinnert ihr euch ja, dass ich letzten Monat so richtig on the hunt war für die Mummies bei Dena. Und ja, ich bin so gespannt, ob es die jetzt da einfach immer gibt. Außerdem möchte ich natürlich heute noch eine Pflanze aussuchen, die ich dann am Ende verschenken werde als das heutige Advents-Giveaway. Es wäre jetzt natürlich cool, wenn sie die Mummies da hätten, weil ich glaube, darüber würden sich viele freuen. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein. Let's go! Also wir haben hier gleich am Anfang ein paar schöne Golden Pothos für 15,99 €. Die sehen richtig schön aus. Und ziemlich große Squamiferums für 40, aber die sind echt richtig groß, ja, richtig schwer. Ansonsten sehe ich ein paar Polka Dots, kleine Süße, für 8,99 €. Sweet. Ich bin ja mal echt gespannt, ob sie die Mummies jetzt so richtig für immer in Stock haben. Also, ich bin sehr gespannt, muss ich sagen. Ach was. Syngonium Mottled. Die sind aber noch ganz schön teuer, ne? 45. Da muss ich ja sagen, die haben wir jetzt ja schon richtig günstig gesehen in Online-Shops. In Online-Shops sind die komischerweise schon sehr günstig dabei. Krass, dass die hier noch 45 kosten. Wir haben auch wieder richtig schöne Mikans. Ich könnte jedes Mal kaufen. Das ist doch schlimm. Ich habe auch überlegt, als ein Advents-Giveaway eine Mikans zu machen. Aber wir gucken mal, was sie noch so hier haben. Ich bin gespannt. Aber Mikans, ihr wisst, Leute, Mikans always immer hart. Schönes Gendapsus haben sie auch, wie immer. Calatheas, not my favorite. Wie krass ist das denn? Alter! Die haben jetzt einfach die Mummies. Oh, die ist richtig schön, oder? Oh mein Gott. Oh, guck dir mal die große an. Guck dir mal, wie groß die sind. Das ist doch krass, ey. Ich kann das nicht glauben, dass sie die jetzt einfach immer da haben. Auch wie viele. Hey, als ich hier on the hunt war für die Mummies, da waren ja wirklich noch zwei da, ne? Und ich dachte so, ich weiß nicht, ob die wiederkommen, ne? Aber jetzt haben die hier einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. Mummies. Heftig, ich glaube das nicht. Also ich muss ja sagen, ich finde Mummy. Ich überlege jetzt echt, die als Giveaway zu machen. Weil guckt euch mal bitte an, wie schön die ist. Ich kann das gar nicht glauben. Was haltet ihr von Mummy als Giveaway? Ich bin gespannt. Auf jeden Fall haben sie hier auch noch große Prince of Orange. Also richtig groß. Für 35. Krass. Und hier stehen ganz viele kleine Adansonis. Boah, okay, was heißt klein? Die sind richtig groß. Auch 12 €. Aber ist das nicht krank? Obwohl dies. Hä? Oblika? Steht da nicht Oblika Monkey Leaf? Sag mir mal bitte, ob das jetzt ein Unterschied ist. Ich weiß es immer noch nicht. Mit Monstera, Adansoni und Oblika, ich weiß immer noch nicht so ganz, was da jetzt was ist. Muss ich ehrlich sagen. Die finde ich ja auch schön, muss ich sagen. Ich mag ja nicht viele Maranten. Da ist 10 €, aber die finde ich schön. Diese grünlichen. Ich bin ja auch überrascht, dass sie trotzdem noch so viel Zimmerpflanzen haben. Also ich bin gespannt, was heute bei den Raritäten ist. Aber jetzt schon muss ich sagen, ich habe immer Angst in der Winterzeit, dass sie wirklich nur so Winter-Weihnachtskram machen. Aber ich muss sagen, sie haben echt mega viel Zimmerpflanzen noch da. Oh. Oh mein Gott, die ist ja riesig. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die ist schwer. Oh. Oh no. Wie teuer bist du?
22. Scheiße, Leute, Hilfe. Okay. Oh mein Gott, die ist riesig. Okay, was haltet ihr davon als Giveaway? Oh mein Gott, weil die ist einfach richtig schön. Sonst nehme ich die selber. Okay, ist die krank? Nee, das ist, glaube ich, nur kalt, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße, die muss ich doch mitnehmen, oder? Help. Die ist so schön. Oh mein Gott. Ich glaube, die muss ich mitnehmen. Ich habe gar keinen Wagen. Hilfe. Okay, auf jeden Fall ist hier noch eine sehr große Alanzoni. Und nochmal so eine schöne Golden. Ich muss mir erstmal einen Wagen holen. Guck mal an, einfach wie voll von Mikas der ist. Oh mein Gott. Ich habe gerade gesehen, die haben hier einfach Rollator stehen. Ich finde das gerade richtig süß. Wenn man keinen dabei hat. Digga, ich sehe schon, wie ich hier 30 Jahre bei denen erst mit Rollator shoppen gehe. Ich sehe gerade auch richtig cool, die haben hier so Luftpolsterfolie. Die wollte ich eh noch besorgen, um die Pflanzen für euch zu verschicken. Ich werde die auf jeden Fall richtig dick einpacken. Ich stehe schon wieder bei den Mummies. Was ist euch lieber als Giveaway? Die Mummy oder die Mikans? Weil, also ich denke halt so, die Mikans kosten jetzt halt nur noch 12 Euro. Und ich weiß halt nicht, ob das zu wenig ist so als Giveaway. Okay, ich mache 4 Stück. Also, das kostet auch alles Geld. Allein der Versand wird so teuer. Aber ich habe halt Angst, dass das dann irgendwie nicht reicht. Aber die ist halt so schön. Also ich nehme die auf jeden Fall mit. Ich denke, ich werde die als Giveaway machen. Aber die Mikans ist halt auch geil, ne? Aber sonst behalte ich die. Die haben hier auch wieder wunderschöne Malai-Golds für 12 Euro. Guckt euch mal wieder an, wie riesig der ist. Also ich muss ja sagen, ich finde den so schön. Ich liebe ja meine auch. Und also die und die Moonlight. Ich finde wirklich, das sind die einzigsten hellen Pflanzen, die richtig, richtig schön sind. Ich nähere mich den Raritäten. Sie haben immer noch die große... Oh mein Gott, reduziert. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Sie kostet nur noch 499, Leute. Oh. Ist das nicht krass? Guckt sie euch an. Das ist so ein Baum, ne? Oh mein Gott. Also ich meine, sie hat vorher 800 gekostet. Jetzt kostet sie nur noch 500, muss man sich auch mal überlegen. Das sind 300 Euro Unterschied. Ey, das ist, wenn mir irgendjemand da draußen 500 Euro schenken möchte, ich bin hier. Okay, sie haben auch noch ganz viele kleinere Monstera variegatas. Krass, die sind jetzt auch runtergesetzt auf 190. Aber da muss ich auch wieder sagen, überlegt mal bitte. 190, ne? 500. Also, der kaufen wir gleich die, oder nicht? Jetzt mal ohne Witz. Ich bin gespannt, die hier ist relativ groß, was die kostet. Oop. Krass, genauso viel. Ja gut, das ist natürlich... Oh. Und die kleine hier kostet... 120. Ja gut, das ist natürlich Quatsch. Obwohl, die kriegt ein richtig krasses neues Blatt. Und die Thai Constellations sind auch immer noch da. Das weiß ich nicht, was das heißen soll. Aber auch krass, dass die mal 800 Euro gekostet haben, ne? Kann man sich irgendwie gar nicht mehr vorstellen, ey. 600 steht da, ne? Digga, die für 600 oder die für 500? Come on. Hier sind auf jeden Fall ganz viele Alokasien. Ich muss sagen, die Blackstem finde ich ja auch geil, ne? Da bin ich mal gespannt, für wie viel sie die hier haben. 50, ja, okay. Aber die finde ich auch richtig schön. Aber ich glaube, die wird bei mir direkt sterben. Also, das hat gar keinen Sinn. Aber... Oh mein Gott. Hör dir dieses Blatt an. Also bei der Raritätenecke hatten sie gerade tatsächlich nur die Thais und die Monstera variegatas. Aber sie haben ja hier auch noch so eine kleine Rari-Ecke. Und guckt euch mal bitte diese Kupre an. Oh mein Gott. Dieses Blatt.
Aber halt krass, die kostet immer noch 35 Euro hier, ne? Also das ist schon heftig, aber Alter, das ist einfach so schön. Und ich sehe auch eine Silver Dragon. Auch richtig schön, außer das Loch. Und die kostet 20. Die waren ja auch mal günstiger, ne? Sonst haben sie noch Black Velvets für 10, wie immer. Ja, aber ich glaube, das war es erst mit Sonne geraten. Aber wie gesagt, ich muss sagen, ich bin überrascht, dass überhaupt noch so viele und auch gerade Raritätenpflanzen da haben. Ich sehe gerade noch eine Azlani. Auch krass. Ach, Antoro ist das. Ich verwechsel die auch immer. Für 70. Finde ich ja tatsächlich gar nicht schön. Aber gut. Oh mein Gott, Stil. Oh mein Gott. Sehr samtig. Aber ja, wie gesagt, also ich bin überrascht, dass sie trotzdem noch so viele Pflanzen da haben. Normalerweise nimmt das jetzt zu der Zeit langsam schon ab. Ja, ich bin jetzt echt gerade überlegen wegen Mamey oder Mikans. Ich nehme auf jeden Fall beide mit. Ich glaube, ich werde am Ende die Mamey verlosen. Nicht jeder hat direkt einen Dena bei sich um die Ecke, wo man sich die für einen günstigen Preis holen kann. Und überall sind die noch echt teuer. Ich glaube, deswegen wäre das ganz cool, die zu verlosen. Weil eine Mikans kriegt man ja theoretisch fast überall, oder? Und ich denke mal, so Mamey ist halt echt noch so... Also für mich ist das immer noch eine Rarität eigentlich. Deswegen verstehe ich das gar nicht, dass es die jetzt hier so günstig gibt. Ja, aber dann nehme ich die Mikans für mich mit. Oder für Franke als Geschenk vielleicht. Mal gucken. Und die hat schon ihr Geschenk bekommen, aber gut. Ich gehe jetzt nochmal zu den größeren Pflanzen. Ich baue noch einen Rangstab. Ja, aber wie gesagt, ich bin echt überrascht, dass sie doch noch so viel da haben. Reduziert. Da will ich ja mal hellhörig, ne? Erstmal sehe ich Adans und Jacke, die sehen auch sehr traurig aus. Für 10 Euro. Da bin ich jetzt sehr gespannt, weil ich muss sagen, das ist eine, die ich auch sehr schön finde. 25, krass, 55, ne? Das ist schon heftig. Silver Stripey. Die finde ich richtig schön. Nehme ich die mit? Nee, ne? Ich weiß es nicht. Ich muss sagen, die sieht noch echt gut aus. Die hier nicht so wirklich. Die ist wirklich sehr ausgedünnt. Aber die finde ich sehr verlockend gerade. Ich weiß nicht, was sagt ihr? 50% off ist schon geil, ne? Ansonsten haben sie hier noch, was bist du? Black Cardinal? Nee, was bist du nochmal? Oh, schwer bist du. New Red für 15. Aber die sehen auch wirklich traurig aus. Das sind wahrscheinlich jetzt die, die über den Winter jetzt schon mal keine Pflege so wirklich bekommen haben, ne? Hier bin ich jetzt gespannt, weil die große Painted Lady steht hier auch zwischen. Wie viel die jetzt kostet. Von 150 auf 75. Wie krass. Okay, die ist auch ein bisschen ausgedünnt hier oben. Aber von 150 auf 75 ist schon krass, ne? Die ist halt eigentlich auch geil, ne? Aber da sieht man halt ja gut, die sind halt reduziert, ne? Aber ganz ehrlich, finde ich schon einen heftigen Preisdrop. Die muss ich sagen, verlockt mich. Und ich weiß gerade nicht. Ich glaube tatsächlich, dass ich lieber die Riesen-Mikans mitnehme. Obwohl ich Mikans habe, aber die so krass schön ist und so pompös. Für 21 Euro oder 22 statt die jetzt für 25. Ich glaube, ich nehme eher die Mikans mit. Aber krass, also finde ich geil. Wenn jemand von euch da ein Auge drauf hatte, dann holt euch die auf jeden Fall, weil das ist echt ein guter Preis. Beste Wandstäbe ever. Ich brauche tatsächlich nur die kleinen. Für einen Fünfer. Ist das nicht geil? So, da sind wir wieder. Und ich muss sagen, ich habe wirklich lang hin und her überlegt, welche ich jetzt heute verschenken möchte. Aber ich habe mich im Endeffekt entschieden und ich glaube auch, dass es die richtige Entscheidung ist. Und zwar gibt es heute zur Verlosung eine Mamey!
Ja, also tatsächlich, ich glaube wirklich, dass für viele Leute die Mamay noch nicht so leicht zu bekommen ist. Es gibt ja auch wirklich in vielen Teilen Deutschlands kein Dena, beziehungsweise keinen nah erreichbaren Dena. Und daher finde ich, ist diese kleine süße Mamay eigentlich echt ein ganz schönes Geschenk. Wie die letzten Male auch, müsst ihr heute einfach nur ein Abonnent des Kanals sein, diesem Video einen Daumen hoch geben und einen Kommentar hinterlassen, aus dem ich dann auslosen kann. Und dann werde ich am Sonntag um 12 Uhr aus den Kommentaren einen Gewinner auslosen und auf Instagram bekannt geben. Und ja, dann bekommt einer diese schöne Mamay. Und ich muss sagen, ich finde die wirklich so schön. Oder? Ich habe versucht, die schönste auszusuchen. Die bekommt auch gerade aktiv 2 neue Blätter. 3! Nee, 2. Okay, 2. Aber ja, ich hoffe natürlich, dass sich jemand über die Pflanze freuen wird. Und ja, ist schon mal wie so ein kleines Weihnachtsgeschenk. Ich hoffe natürlich, ihr hattet ganz viel Spaß mit dem Video. Wenn das so ist, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Checkt auf jeden Fall mal mein Instagram ab, da gibt es immer Sneak Peeks und Updates zu den neuesten Videos. Und jetzt natürlich auch die Verkündigung, wer eine Pflanze gewinnt. Ja, und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Und damit auch das letzte Advents-Giveaway. Bis bald!